letztes Jahr war Deutsches Kulturjahr in Japan und das Goethe-Institut hat uns eingeladen, mich als Kurator eben da eine Ausstellung zusammenzustellen zu dem Thema Street Art und Straßenkunst und Straßenkultur im Endeffekt. Und ich habe mich dann eben dafür entschieden, einfach eine Backjumps, The Life Issue, Berlin-Tokio Spezialausgabe zu machen im Endeffekt. Der Grundgedanke von Backjumps ist ja, es war einmal ein Magazin, wo es um Aerosol-Kultur und More ging. Dann hat sich das Magazin weiterentwickelt zur urbane Kommunikation und Ästhetik. Und dann muss der nächste Schritt einfach auch sein, eben das Magazin in die Realität zu transportieren. Deswegen Backjumps, The Life Issue. Und The Life Issue ist einfach so offen, dass du einfach in andere Städte reingehst und die Strukturen, die Dynamiken aufnimmst und dann mit denen auch arbeitest. Ungefähre Vorstellung, weil ich mir auch gesagt habe, okay, ich will jetzt Berliner zum größten Teil nehmen, die jetzt aktiv auf der Straße sind und auch vorne sind mit dem, was sie machen. Nomad und Miss Real, Akim und Sast, Drama und Techno. Dann eben, weil ich wollte es dann ein bisschen ausbauen, weil ja eben bei Backjumps auch eben so der Untertitel immer ist urbane Kommunikation und Ästhetik. In den Rahmen passt ja dann für mich auch eben Tanz rein, weil es Körpersprache ist. Amigo und Vatan von Flying Steps. Dann habe ich dann den Bülow mitgenommen von Beatbox Battle Networks, wo ich mir auch dachte, so, das wäre ganz cool, wenn ich ihn mitnehme, weil dann kann er eben drüben auch noch, weil es in Japan ja auch geile Beatboxer gibt, da dann auch nochmal eben Kontakte knüpfen, mit den Leuten kommunizieren, was ja auch eben urbane Kommunikation, Ästhetik, was eben auch sehr wichtig ist, eben so Leute zusammenführen. Ritchie dann noch eben als Trompetenspieler, der dann mit Zast einfach auch eine Hammer-Performance hingehauen hat. Dann Toffer eben noch als VJ. I'm the fucking man who the war richtig durchgescheuert so und bin halt weggepennt und das erste, was ich sehe, als ich die Augen aufmache im Bus, sind so einfach nur Betonwände, alles bam, 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 nur noch Beton unter uns, 50 Meter tief irgendwelche Kanäle, so Entwässerungskanäle, über uns Straßen, neben uns Straßen, unter uns Straßen, da die Laien irgendwie und war schon ein ganz anderes Stadtgefühl, als was du jetzt so von europäischen Städten kennst oder so. Das war auch nicht, nee, war mit nichts zu vergleichen, was ich bisher gesehen habe. So, es ist einfach so viel Beton wie niemals zuvor und keine Pflanzen mehr, keine Grünflächen mehr, kein Baum, nix. So, kein Graffiti. Und dann kommst du von dem Highway runter in so ein bisschen Stadtkern in Shibuya und du siehst die ersten Tags und du siehst die ersten Throw-Ups und hast auf einmal wieder so ein bisschen ein Gefühl, dass du halt dazugehörst, dass du plötzlich weißt, so was da passiert. So ein bisschen wie Heimkommen und baust dir dann so langsam mal so ein Bild von der Stadt zusammen, auch mit den ganzen anderen Eindrücken, was dann so kommt. Und da halt so wirklich Alltagsleben auch siehst in der Stadt. Und dann gibt es halt bestimmte
Sachen, die dir mehr auffallen oder die halt einfach krasser im Vergleich sind so, zu Sachen, die du von uns kennst. So. Und dann fällt dir auf jeden Fall auch auf, wie schnell diese Stadt ist im Vergleich zu Städten hier. Ja, man musste sehr flexibel sein, sehr offen sein. Also vom Gefühl her würde ich sagen, dass da schon, da war Respekt auf beiden Seiten. Bloß eben, ist natürlich schwer, weil beide können nicht richtig Englisch und die Japaner können so gut wie gar kein Englisch. Und da ist natürlich dann sehr schwer, aber natürlich findet man dann auch, gerade wenn es dann, glaube ich, um Kunst und kreative Sachen geht, glaube ich, findet man immer wieder Wege zu kommunizieren. Man kommt vielleicht nicht so tief auf den Punkt, aber manchmal muss man, glaube ich, auch nicht sehr viel sagen, so, sondern, glaube ich, auch durch das, was du machst und wie du es machst, glaube ich, haben die, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, dass da auch Ebenen gefunden wurden, so wie die miteinander kommuniziert haben. Weil ich selber, wenn ich mir das jetzt so angucke, was aus dem Ganzen da passiert ist und alleine, was auch die Berliner in der Tokyo Wonders halt in den Räumen gemacht haben, also ich war super happy. Wir haben ja vorher uns schon ausgesucht, dass wir auf dieser Brücke arbeiten wollten, eigentlich oben auf der Oberfläche der Brücke. Aber letzten Endes haben Kami und Sasu dann die Oberfläche gemacht, was auch richtig gut geworden ist. Es war aber ganz toll manchmal an der Brücke halt, weil so viele Schulklassen immer vorbeigekommen sind. In richtig so Riesengruppen, 60 Stück oder so. Und hast du halt die immer mitgekriegt. So. Die ganzen Leute halt, die auf, also über diese Brücke laufen mussten. Du warst ja immer auf dem gleichen Ort, aber die hast du immer mitgekriegt. Und mit dem halt so ein bisschen Kontakt gehabt. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, weil wir haben uns vorher keine Gedanken gemacht, was wir da machen, sondern wir wollten es am Ort entscheiden. Und es war dann auch, denke ich, die richtige Entscheidung, weil die Sachen sind einfach gut angenommen worden. Und deswegen haben wir dann letzten Endes die Stufen gemacht, die natürlich viel, viel schwieriger zu machen waren. Was letzten Endes halt einfach auch einen schönen Effekt hatte, einfach mal auf so einer Oberfläche zu arbeiten, die gebrochen ist, die so Stufen Leporello-artig ist. Dreidimensional ist. Und die halt dreidimensional ist und dadurch das Bild halt auch eine ganz andere Wirkung hat so auf den Raum. Manche waren da neugierig und haben dich ein bisschen gefragt oder manche haben nur geguckt und hast ein bisschen auch mitkriegen können, einfach so, wie der Vibe auf dieser Brücke ist für eine Woche. Also halt, was da losgeht. Und dass du halt dieses Stadtbild dann, also diese Brücke auch veränderst, ästhetisch, visuell so. Und das ist auf jeden Fall immer so ein, was Leute ein bisschen interessiert. Die wollen wissen und wollen gucken und manchmal fragen. Das war ganz schön.
In Tokio habe ich das Zasthaus gebaut. Es ist ein Haus, wo drei Leute schlafen können. Der Grundriss dieses Hauses ist wie ein L. Es gibt einen Schlafraum und es gibt einen Raum, wo man sitzen kann und den Baum angucken kann im Innenhof. Das Haus ist um den Baum herum gebaut worden. Die Fenster sind gebaut worden zusammen mit dem Baum, weil immer wenn ein Blatt runtergefallen ist, weil es war Herbst, habe ich ein Kreuz gemacht und dort ist ein Fenster jetzt zu sehen. Die Außenseite dieses Ls, wo die vier Buchstaben ZAST sind, wurden freigegeben. Ich habe ganz viele Leute eingeladen, dort drauf zu schreiben, ihren Namen hinzuschreiben oder zu malen. Und der Grundgedanke, so ein Haus zu bauen, ist eigentlich relativ einfach. Ich habe halt ich male immer meinen Namen und das bedeutet, ich habe einfach ein Haus gebaut. Ich wollte den Namen halt jetzt auch noch größer machen und da drin schlafen. Also einen Satelliten sozusagen, eine kleine Embassy so von der City of Names. Also normalerweise schreibst du als Writer überall an die Wände und drückst sozusagen deinen Stempel der Stadt auf. Und da habe ich es umgekehrt gemacht. Da habe ich die Oberflächen der Stadt abgedrückt und auf meinen Schriftzug sozusagen gedruckt oder ja, durchgepaust. Das heißt, ich habe irgendwelche Oberflächen in verschiedenen Städten archiviert und dokumentiert, von wo, wann und habe sozusagen diese Tags der Stadt auf meinen Namen übertragen. Ich habe Oberflächen gestohlen und in meinen Namen eingebaut. Und wenn man so will, entstehen auch so eine Art Landkarten, die man eben auch lesen kann. Also es sind viele Orte, wo viele Leute auch langkommen und habe die halt einfach dann genommen, gesampelt und Schriftzüge gemacht damit. Das ist eigentlich ganz einfach, das Prinzip.
Als ich in die Tokyo Wonderside Gallery reingekommen bin, wo da die Vernissage war, war ich erstmal stark beeindruckt. Ich habe die ganzen Kunstwerke von den Asiaten gesehen und von den Berlinern, die über das Backjumps-Projekt halt eingeladen wurden. Und ich muss echt sagen, also das war echt ein absolut geiles Highlight. Als dann irgendwie sich so alles aufgebrodelt hat und dann die Japaner und die DJs dann auf einmal angefangen haben, Mucke zu machen und so. Und dann war da noch Zast und Ritsche, die haben dann noch da ihre Performance gemacht mit der Trompete und den ganzen Action-Painting. Ja, und dann habe ich mir halt auch das Mikrofon genommen und habe einfach mal richtig fett in der TWS-Galerie richtig dicke Beatbox-Sounds gemacht. Da waren echt Leute, die, ich glaube, die haben es zum ersten Mal gesehen. Und der ganze Raum, die Bass, so, ich kann echt sagen, wir haben die TWS gerockt. Auf jeden Fall. Okay, also ich gebe jetzt hier 5000. Hey, jetzt muss aber einfach mal gut sein, Mann. Das ist der Anfang, Mann, Vorspeise. Das ist Japan. Japan kann man nicht beschreiben. Japan musst du erleben. Japan musst du sehen. Alles, was ich erkläre, alles, was ich sage, ist fake. Du musst es sehen, dann kriegst du den Flash. Und mit Worten kann man das nicht erklären. Diese Riesenstadt und alles in einem, das ist wie ein Geheimnis. Thank you.
zusammenkommen mit dem japanischen B-Boy, ist eigentlich in erster Linie läuft es hinaus über Körpersprache, also über unserem Tanzen. Tanzen verbindet. Tanzen ist eigentlich wie eine große Familie, man trifft sich überall, auch wenn du die Leute nicht kennst. Vor Ort lernst du die kennen und dann sind wir einfach so Freunde. In Deutschland ist die Tanzszene halt etwas steifer, sage ich mal. Wir legen Wert auf Power-Moves, auch schon Styles, aber langsam kommt das Rauch hoch. Und in Japan, die trainieren wirklich ganz krass. Die nehmen einen Trick und analysieren das, die nehmen das Ganze auseinander und setzen anders wieder zusammen. Und so muss man eigentlich auch arbeiten. Also Yoyogi Park ist bekannt halt für Künstler, die sich selber vorstellen wollen. Das ist halt, du musst dir vorstellen, dass wir auf dem Kudamm einfach mal hinstellen und einfach was machen. Nur drüben ist halt etwas anders aufgebaut. Die Leute sind freier, die denken nicht so viel nach, ob jemand dazu guckt, okay, ich bin Künstler, was mache ich auf der Straße? Die stellen sich einfach dahin, egal wie. Die haben, sind natürlich auf jeden Fall professioneller. Die haben ihre eigene Kamera, eigene Boxen, richtig professionelle Auftritt machen die da. Und natürlich, wenn irgendwie als Musikproduzent da vorbeiläuft und du entdeckst so eine Gruppe, die schon fertig ist, die ganze Information, deine ganze Show, alles ist schon verpackt, dann musst du nur einfach einen Vertrag unterschreiben und alles andere geht raus. Und hier muss man erstmal die Künstler bearbeiten, formen und dann erstmal schön machen und dann verkaufen. Und das ist der Unterschied wahrscheinlich, dass die Japaner selber denken. Und das hat mich echt irgendwie so froh gemacht, sowas zu sehen. So viele Künstler nebeneinander tanzen zu sehen, weil in Berlin, in Deutschland würde es wahrscheinlich sowas gar nicht zustande kommen, weil sobald drei Künstler sich nebeneinander stellen, wird es immer gleich so dieser Konkurrenzdenken umgeschaltet. Und das ist schade, aber das ist nun mal die Realität in Deutschland oder in Europa, sage ich mal. Und Japan hat sowas nicht, diese Konkurrenz haben die nicht. Die sind einfach, ja, wie Brüder, die lieben das, was sie machen. Die sagen, okay, wer besser ist, der hat den Job. Das ist alles.
Den Unterschied von den Berlinern, also von den deutschen Künstlern, die wir da jetzt mitgebracht haben, die dann eben ausgestellt haben, und den Unterschied zu den Japanern, dass eben wirklich die Japaner immer noch sehr amerikanisiert sind, der größte Teil von denen, und eben die deutschen Künstler und die Berliner, die dann eben da waren, die waren sehr eigen. Die Tiefe, glaube ich, der Arbeit, was die Leute da gemacht haben, eben, dass da wirklich eben wirklich Leute sind, die sehr reflektiert mit ihrer Sache umgehen und dass da eine Weiterentwicklung ist und eben von diesen amerikanischen Writing oder amerikanischen Graffiti, obwohl ich das Wort Graffiti ja ablehne, aber von diesem Writing, was ja Ursprung zumindest für uns alle, die da waren, so eben in New York hat, auf den New Yorker U-Bahn-Zügen so. Und Ziel war dann im Endeffekt dann schon für mich dann nach Tokio, also Tokio einen kleinen Eindruck zu bringen, was passiert in Berlin, was gibt es so für unterschiedliche Leute. Diese Animationskiste von Techno, der auch ein sehr guter Writer ist, aber dann eben auch diesen Umgang damit, dann diesen Writer-Spirit, dieses Writing-Ding im Endeffekt dann auch da umzusetzen, was auch ein super geiles Teil war, einfach diese unterschiedlichen Richtungen zu zeigen so. Thank you.
Das Erste, als ich ankam in Tokio, was mir sofort aufgefallen ist, ist diese ganze Reizüberflutung an visuellen Informationen, mit denen du zugeballert wirst. Auf Hochhäusern laufen Visuals, irgendwo in der Parklücke machen sie nachts irgendwie ihren eigenen DJ-Jam. Das ist alles sehr digitalisiert und von dem her war ich eigentlich die ganze Zeit unter Starkstrom und finde es eigentlich ganz spannend. Schauen wir doch mal rein. なんで失礼なんて持ち歩いとって。苦手で噛んできたな。盛り上がってきたよ。
Wein und Wein und Hasch dabei. Und bin das verirrte Kind. Und die Plätze wie diese sind die Leuchtkäfer nach dieser Straße. Der Leuchtkäfer, der verirrte Hund. Weil in Wirklichkeit bin ich gar kein Kind. Vielleicht bin ich ja auch ein Hund, ein streunender Hund, der einfach nur überall rumrennt. Und es sieht ja auch ein bisschen hundemäßig aus. Also ich meine, es ist einfach dreckig wie so ein Straßenköter. Und es ist auch echt das, worauf ich stehe. Yeah.
Thank you.